Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiten gespendeten Mega-Opening. Wir öffnen heute mal wieder, wie sollte es anders sein, ein riesiges Spendenpaket vom lieben Realistic Yu-Gi-Oh! Und was sich darin befindet, das erfahren wir nach dem Intro. So, da haben wir das gute Stück. Eieiei, da ist aber viel Staub drauf. Staub und Härchen. Okay. Das krümelt mir hier meine ganze Matte voll. Alles klar. Das sind hier locker wieder 300 oder 400 Karten. Wie gesagt, diesmal vom lieben Realistic Yu-Gi-Oh! Wieder. Der hat mir, glaube ich, schon insgesamt 2.000 oder 3.000 Karten geschenkt. Das ist jetzt wieder die nächste Sammlung. Er macht das ja immer so. Er sammelt alles zusammen, was er nicht braucht. Und wenn er wieder so ein Päckchen fertig hat, schickt das mir wieder. Vor Lau quasi. Und sein Kanal ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Solltet ihr Interesse haben, da vorbeizuschauen. Ich persönlich empfehle es euch und bin auch selbst Abonnent. Ja, die Commons und Rares schauen wir uns natürlich am Ende an. Ich weiß, euch interessieren am ehesten die Holos. Jetzt gucken wir mal, wie wir es machen. Ich denke, ich räume das mal kurz zur Seite und dann schauen wir uns Stapel für Stapel durch. So, dann fangen wir mal, komm raus, mit dem ersten Päckchen an, das wir hier haben. Sehr schön, dass hier auch die Karten in Hüllen sind. Das heißt, die Gummis zerstören die Karten nicht und ich muss sie nicht extra einhüllen, sondern es ist schon alles passiert. Wir haben hier anscheinend Duelist Saga Stuff, Celestial Double Star Shaman haben wir hier als Playset. Sehr schön. Dann haben wir Legacy of a Hero, auch als Playset. Dann Vion. Ja, ganze sechsmal. Duelist Saga Karten sind jetzt Karten, die hatten einen gewissen Hype so, gehören aber auch zu Karten, an denen man sich sehr schnell absieht und sie sind natürlich auch von der Qualität her, also ich sag mal eher mittelprächtig. Der Print und die Pappqualität an sich ist eigentlich schon ganz gut, aber die Karten wenden sich wirklich extrem stark. Die hier sind jetzt so noch relativ heile geblieben, sag ich mal. Okay, dann haben wir Dark Lord Descent. 1, 2, 3, 4 Mal. Dann Legacy of the Duelist, auch eine sehr coole Karte, zweimal. Chaos Zepterstoß heißt die Karte, glaube ich, oder ja, in Englisch halt Chaos Scepter Blast. War auch eine neue Karte für die Dark Magicians. Sehr coolen Look auf jeden Fall, würde, glaube ich, in normalem Ultra Rare noch einen Ticken besser aussehen als in Duelist Saga Style. War auch als Playset. Direbound Colonel, eine uralte Karte, auf die wir lange gewartet haben, hatte auch hier ihren ersten Print und hat jetzt auch einen Common Reprint bekommen, war tatsächlich einer meiner Lieblingskarten aus dem Set. Dann den Harpies Featherstorm, Skydive Scorcher, oh Gott. Englisch, Leute, Englisch, mein Erzfeind. Zwei Stück, dann haben wir Dark Summoning Beast als Playset. Und, oh ja, dann haben wir noch Fallen Paradise, angelehnt an Garten Eden mit dem Apfel und so. Sehr, sehr schönes Artwork, muss ich sagen. Also das war tatsächlich eine meiner Lieblingskarten aus dem kompletten Set. Jetzt gucken wir uns mal an, was noch so dabei ist. Dann haben wir hier den Stapel Nummer 2. Da sind jetzt auch ein paar uneingehüllt. Dann haben wir vorne Nummer 10, 9 Chaos Dyson Sphäre. Gold Secret, einfach total überladen. Wahnsinn. Dann haben wir, das ist Legendary Collection Kyber Stuff. Da gehen wir hier auch mal ein bisschen durch. Was ist denn das hier? Mausoleum des Weißen. Okay, also das sind jetzt die ganzen Ultra Rares offensichtlich aus dem Set. Oh, tödlicher Virusdrache, auch eine sehr schöne Karte. Ja, genau, da kamen auch diese ganzen Karten raus, die es ursprünglich nur in den Tournament Packs gab. Da gab es auch sehr, sehr viele Reprints. Künstlerkumpel Wundäugiger Auslöser oder Auflöser. Oh, eine sehr, sehr schöne Künstlerkumpelkarte. Gefällt mir echt gut. Dann haben wir den weißen Aurawal aus BLLR. Einfach mal so zwischen reingeschmissen. Fixstern Ritter Zephra Tuban. Clifford Monolith aus Pendulum Evolution. Okay, da haben wir wohl ein bisschen was zusammengeschmissen. Also das ist jetzt nicht alles aus demselben Set. Das ist jetzt aus Infinity Chasers, glaube ich, das Zeug. Endlos Kette Fusionsströmer, oder? Ne, Flussströmer. Flussströmer, tut mir leid. Endlos Kette Goliath, also da, Hexwerkerin Pottery, genau. Also da haben wir wohl ziemlich viel
gemischtes Set, Hexwerker Seitenstraße, ging, als es rauskam, glaube ich, auch 3 oder 4 Euro. Medusa, Wächterin des Bösauges, Bösauge mag ich ja generell. Oh, das ist auch eine wunderschöne Karte, Leute. Echt eine Wunder. Die ist zwar nichts wert, aber die lege ich einfach mal raus, weil es einfach für mich persönlich eine der schönsten Karten aus dem ganzen Set ist. Ich habe ja damals 2 Displays aufgemacht, also nicht On-Cam, sondern Off-Cam, und ich habe nicht ein Bösaugen-Secret Rare Monster gezogen, leider Gottes. Yuragedo, ursprünglich im Duelist Pack Battle City rausgekommen, war damals die teuerste Karte in dem Set. Arcanid Magier. Gehen wir hier mal ein bisschen durch. Oh, die Promos, die kann ich mittlerweile schon fast gar nicht mehr sehen. Ich habe sie, glaube ich, schon 40, 50 Mal pro Stück. Genau, dann haben wir hier aus, wo war das? Dark Neostorm, die ganzen Super Rares. Auch gut. Das ist sowieso eine geile Super Rare. So, Beat Raptor. Kam aus der Special Edition, genauso wie Magicilized Fusion. Sehr cool. Wasser des Lebens. Echt eine saucoole Karte. Das ist jetzt wieder Battles of Legends Stuff. Genau, mit den Helden. Mit den Visionshelden und so einem Zeug. Also, ist das jetzt wieder... Nee, das ist nicht Dupo. Ich habe schon fast gedacht, das sei jetzt Dual Power gewesen, aber nee. Ticke Zahnrad Zombie. Ticke Bohrfisch. Ticke Metall Skelett. Gehen wir mal ein bisschen durch hier. Ich muss schon sagen, das sind sehr, sehr schöne Karten, die dieses Jahr rausgekommen sind. Im Allgemeinen in diesen ganzen Only Holo Sets. Also, dieses Jahr gab es... Also, dieses Jahr war wirklich ein starkes Jahr, was jetzt anging. Das kann man einfach nicht leugnen, das ist so. Hier, Schicksalsheld Dangerous. Das ist eine Karte, die vom ganzen Zeichenstil her wirkt, als käme die Karte direkt aus LOB. Ist einfach so. Mega nice. Einer meiner Lieblingsschicksalshelden. Oh, True King. Das war, glaube ich, die beste Super Rare aus Maximum Crisis. Sehr schön. Sehr schön. Also, die Warnkönige, die mag ich ja auch ganz gern. So, nächstes Pack. Gucken wir uns mal an, was uns jetzt erwartet. Ist mal nur ein Gummi. Das ist jetzt wieder Duelist Saga, wie ich sehe. Die ganzen Angler, die ganzen Fische. Okay, auch cool. Pinguin, Nummer 94, okay. Die ist echt cool. Nummer 28 Titanmotte. Oder titanische Motte. Die finde ich wirklich nice. Also, das ist ja, gehört ja auch so zu diesem Mottenthema oder ist zumindest eine Xyz-Abwandlung von dieser ultimativen perfekten Motte. Zumindest so vom Artwork habe ich das Gefühl. Und ja, das ist ein unglaublich schönes Artwork, wirklich unglaublich schön. Also, da passt auch der Dusa-Effekt super dazu. Und auch, dass das eine Xyz ist, ist einfach wunderbar. Also, diese Karte ist einfach perfekt. Und mir gefällt das, dass diese Karten hier, sie sind ein bisschen gebandet, das lässt sich bei Duelist-Saga-Karten nicht vermeiden, aber sie sind wirklich human. Also ich kenne wirklich Karten, die sind richtig hier Chipsletten-mäßig. Warum bin ich denn hier so schwarz? War wohl vom Edding. Ja, auf jeden Fall Titanische Motte, auch Nummer 70. Ist eine sehr schöne Karte. Diese ganzen Spinnen finde ich halt auch mega nice, sehr, sehr cool. Also das sind wirklich Karten. Oh, hier auch cool. The Wandering King Wildwind. Dieser, quasi dieser Pantherkrieger im anderen Artwork, wenn man so möchte. Sehr cool. Also Duelist Saga habe ich jetzt auch jede Menge bekommen, offensichtlich. Was haben wir in dem Päckchen drin? Ist das auch wieder? Ja, natürlich auch wieder Duelist Saga. Schauen wir mal, was diesmal drin ist. Da wurde mein ganzes Case aufgemacht, ne? Mega fett. Die finde ich auch cool. Ja, Kraftwand. Ist einfach ein wunderschönes Artwork. Mega nice. Das könnte auch aus LON eine Ultra Rare gewesen sein oder so, von der Optik her. Hätte gut reingepasst. Gehen wir hier mal durch. Duelist Saga sind natürlich Karten, die euch oder viele von euch nicht so anprickeln, wie ich mitbekommen habe. Ist natürlich eine sehr schöne Dusa-Karte. Da passt auch wirklich die Rarität super dazu. Auch bei Tsukuyomi ist das eine Rarität, die super dazu passt. Auch wenn der Reprint natürlich mal wieder den Preis der Originale ein bisschen beeinträchtigt hat. Aber das gilt halt für so viele Karten. Und auch RM7 Ptolemäus, sehr coole Karte. Gut. Es ist aber, ich weiß, dass hier nicht nur... Oh, da drin sind Promopacks. Promopacks, ja, die schauen wir uns dann, bevor wir mit den Comments anfangen, an. Und ja, gut, hier haben wir jetzt... das ist jetzt hier Tinbox-Stuff. Die haben die ganzen Promos, oder? Ah ja, klar, die ganzen Neo-Kaiser-Glider, die Götter, Ra, Slifer, Dimensionsverschieber... Und, da haben wir sogar noch Karten aus den Boostern. Der topologische Trishbaner,
Ist auch eine sehr coole Karte. Ich mag ja die topologischen. Albtraumritter Meerjungfrau, Prismatic Secret ist die Rarität für diese Karte. Die sah ja schon in Rare cool aus, aber als Secret Rare einfach unglaublich. Dann haben wir Albtraumritter Greif. Sehr cool, die große Fliege. Crusadia Arborea. Ein Super Rare, oh, sogar zweimal, sehr cool. Ah, Crusadia Draco, habe ich nur einmal gezogen aus dem ganzen Case, ein Super Rare. Auch eine unglaublich schöne Karte. Also ich muss sagen, die Tints sind halt wirklich das Produkt 2019, ja. Crusadia Maximus in Prismatic Secret Rare, wie nice ist das denn einfach? Ja, dass die auch mal die Raritäten so ein bisschen variiert haben, fand ich einfach richtig nice. Kreuzen habe ich auch nur einmal aus dem ganzen Case gezogen, ein Super Rare, war auch richtig sad, ist aber eine schöne Zauberkarte. Dino Wrestler Pankratops. Die Karte hat mittlerweile so viele Reprints bekommen, das ist nicht mehr feierlich. Die ist einfach nur noch tot geprintet worden. Die ging ja damals, das kam in so 30 Cent. Und dann hat sie ihren ersten Holo-Reprint bekommen, den ich echt gut fand. War ein schönes Upgrade auf Secret Rare, glaube ich. Und dann Ultra Rare und oh, nee. Okay, dann haben wir noch Herold des Abgrunds. Und ja, Gefahr Hundemann. Ein schöner Upgrade gewesen. Gut, dann, das sind alles Commons. Dann schauen wir mal, was wir hier hinten so haben. Cyberengel Idaten, Edelsteinritter Seraphinid, Aleister der Beschwörer, ist auch eine sehr coole Karte. Dann Evil Swarm, Excision Knight, Tachyonen Transmigrat. Was ist das denn? Karte habe ich noch nie gesehen. Hochgeschwindigkeits-Roid Segeldrachling. Hä? Ich habe keine Ahnung, ob die Karte was geht oder nicht. Ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen. Kann ich nicht so sagen. Aber es sieht cool aus, muss ich ehrlich sagen. Okay, nochmal hier garantierte Super Rares aus Rising Rampage. Auch mega nice. Da hat wohl jemand mehr als ein Display aufgemacht, wie mir scheint. Ah, und die kommen aus der Savage Strike Special Edition. Matrix Putzer und Yuki Musume, die eisige Mayakashi. Mayakashi ist auch ein cooles Thema. Yuki Musume ist jetzt nicht so mein Lieblingsmonster von dem Mayakashi, aber da gibt es ganz, ganz andere, die sehen einfach richtig geil aus. Dann Trickster, blutrotes Herz. Und, oh, nice! Ultra Rare Galaxieaugen, Sonneneruptionsdrache. Das ist natürlich eine schöne Karte. Oh, sogar zweimal. Aus Soul Fusion waren die, glaube ich. Sehr cool, legen wir natürlich raus. Das sind Booster Holos. Ihr wisst ja, Booster Holos legen wir immer raus. Sehr, sehr cool. Freut mich, dass wir die hier bekommen haben. Mega fett. Ist ja auch eine Prismatic Secret Rare geworden in den Tints, wobei ich sie in Ultra Rare tatsächlich schöner fand. Dann Galaxieaugen Full Armor Photon Dragon. Zweimal Nummer 38 Hoffnungsbote Drachen Titan Galaxie. Aus der Banetic Horizon, aus der Special Edition. Das war aber, glaube ich, ein Reprint. Ich glaube, die gab es mal in Gold Secret. Photon Vorstoßer zweimal, Galaxie Ritter. Ha! Wer hätte es gedacht? Wir haben wieder den bläugigen Chaos Max Drachen aus Dual Power. Wie oft habe ich den jetzt insgesamt? Ich glaube. Ach, locker schon 20 Mal. Der wurde auch tot geprintet. Ich fand's cool, der hat den Gold Print, der hat den Ultra Rare Print im normalen Set. Und das hätte gelangt. Die Karte war eigentlich ein bisschen was wert, eigentlich gut was wert. Und jetzt kommt's ja nochmal in Secret Rare in dem Movie Pack Reprint. Und ja, das ist halt einfach traurig. Aber an sich eine coole Karte. Mit ihren entsprechenden Ritualzauberkarten dazu. Der weiße Stein der Uralten. Das ist eine Karte, die möchte ich mir auch auslegen, weil das ist einfach eine epische Karte. So. Dann Spiegel des Drachen. Ja, jetzt auch eine teure Version aus Dark Revelation 4. Habe ich auch ein Playset. Antimagischer Duft. Astrograph-Zauberer. Oh ja, die Karte war ja sehr bekannt aus Arc 5, genau. Zark hat ja sehr viel mit der zu tun gehabt. Das Vieh herbeirufen. Lyrik. Oh Gott, ach nee, das ist Englisch. Lass mal's einfach, Leute. Okay, dann Sylvanisches. Oh, wieder den Vion, diesmal in Secret Rare. Ja, der hat auch einige Prints mittlerweile gehabt. So, dann legen wir mal hier diese Promo-Packs zur Seite. Ich glaube, jetzt kommt das letzte Holo-Pack. Bin gespannt. So, dann schauen wir uns mal durch. Oh, sehr schön, wir haben hier wieder eine Booster-Holo. Wir haben hier Kaliber-Lade-Ex-Lade-Drache. Das ist eine sehr coole Karte. Das ist das Covermonster von Rising Rampage. Die legen wir uns auch raus. Sehr, sehr schön. Dann Beschwörungslimit. Das war auch eine Karte, die ein bisschen was ging aus BLHR. Die ging, glaube ich, so 3 Euro oder so. Was sehr cool. Artefakt-Sense. Oh, nice! Aus Rising Rampage. Capsule. Falls sie so ausgesprochen wird. Eine meiner Lieblings-Secret-Rares aus dem Set. Sehr, sehr cool. Ich glaube, die wird auch in den Community-Binder wandern. Sehr schön.
Alter Schwede. Kriegen wir auch noch echt eine Secret Rare. Ist das nice, Leute. Also jetzt hier das letzte Pack, das ist aber echt der Hammer. Dann haben wir Ruf der Schicksalsdame aus Rising Rampage. Eine Booster-Holo wird natürlich rausgelegt. Dann geht's ja gleich weiter, gleich zweimal. Marinzessin Welle aus Rising Rampage zweimal. Und ja, das hört er gar nicht mehr auf. Dann haben wir hier Dracheneinheit Ritter Romulus. Ja, ich finde die Dracheneinheit-Karten sowieso richtig cool. Es gibt ein paar Effektmonster, die mir nicht so gefallen. Ein paar wenige, aber diese ganzen hier, diese ganzen Synchro-Monster vor allem und so, die sind halt wirklich der Hammer. Und auch das Link-Monster sieht halt wirklich krank geil aus. So, dann schauen wir mal weiter. Haben wir wieder aus Fist of the Gadgets. Genau, da habe ich auch einige Karten, die mir noch fehlen. Vor allen Dingen von den neuen Prints. Also von den Ersterscheinungen. Oh, das ist zum Beispiel eine coole Karte. Das ist eine Cybers-Karte tatsächlich. Tauschkleriker. Das ist für mich sehr oldschool vom Design her, muss ich sagen. Das erinnert mich, frag mich nicht warum, aber es erinnert mich so ein bisschen an Shaggy the Dark Clown in modern. Weiß auch nicht warum. Sehr coole Karte. Dann Defcon-Vogel. Ja, das ist halt wieder so eine Karte, die finde ich so ein bisschen schmucklos, aber gut. Auch sehr cool. Verbotsschlange. Finde ich mega cool. Habe ich jetzt das Playset mit den beiden. Ich habe von Fist of the Gadgets tatsächlich fast noch gar nichts. Signet-Optimierung. Ist eine Konflikt-Codiersprecher. Auch eine sehr coole Karte, dass die Sprecher hier einen Support bekommen haben. Dann gibt es hier den Schuss-Codiersprecher. Das war tatsächlich aus dem Anime mein Lieblings-Codiersprecher. Schade, dass das einfach nur eine Super-Rare geworden ist. Also es hätte mich gefreut, wenn das zumindest irgendwie in einem weiteren Structure-Deck oder so eine Ultra geworden wäre. Aber gut, das passt natürlich auch. Dann haben wir wieder Ward Lanzenträger. Den finde ich sehr interessant von der ganzen Farbgebung auch her. Echt cool. Dann Raster Liga. Der erinnert mich so ein bisschen an diese Promo aus dem neuen Spiel. Irgendwas mit Tron, glaube ich. Die wertloseste von denen ist auch ein Link-Monster und sieht dem halt relativ aus wie so eine Baby-Version von dem. Dann Unterterror Unterweltlerin. Die gab es auch, ich weiß es nicht mehr in welchem Set, aber die gab es auch als Super Rare. Ist dementsprechend ein Reprint in derselben Rarität. Ist aber eine sehr schöne Karte. Letzte Schlacht des Unterterrors. Majestät Mädchen, die wahre Drachowirkerin. Ja, gab es vorher ein Ultra Rare. Dynamite, Kämpfer der wahre Drachokrieger, auch cool. Amorphage Unzucht, Amorphage Goliath, Shining Victories, auch eine Super Rare. Chronograph Zauberer zweimal, Hungergift Fusionsdrache. Und yo, nice! Manifestation des Erzunterweltlers. Ja, das sind meine Lieblingskarten aus Fist of the Gadget und wir haben sie gleich zweimal bekommen, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann haben wir noch Zünderhitze, der wahre Drachokrieger. Der geht, glaube ich, auch den ein oder anderen Euro. Sehr cool, in Secret Rare sieht der halt auch fast noch besser aus als ein Ultra Rare. Wobei mir ein Ultra Rare auch sehr gut gefällt. Den legen wir natürlich auch mit raus. So, jetzt machen wir mal hier diese Packs auf. Von jedem eins würde ich sagen, wir müssen jetzt nicht alle aufmachen. Ja, davon habe ich auch noch gar keine gehabt. Die kommen ja aus der Special Edition. So. So, wir haben hier Großsalamander Coyote. Ja, die Salamander sehen auch cool aus. Also einige von diesen Salamangreat-Karten. Und Marinzessin Meeresengel. Ja, diese Marinzessinnen-Karten sind nichts, wo ich so übermäßig drauf gehypt bin. Aber es gibt hässlichere Karten auf jeden Fall. Wir haben Marinzessin Kampfozean und Marinzessin Wunderherz. Also Wunderherz finde ich cool. Ja, also die Optik, die gefällt mir sehr gut vom Aussehen her, muss ich sagen. Das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Okay, so, jetzt wären wir also mit den Holos am Ende. Und jetzt schauen wir uns natürlich noch an, was wir hier an Comments haben. Die blättern wir einfach bloß mal ganz schnell durch. Das scheinen jetzt Karten aus dem neuesten Duelist Pack zu sein. Sehr, sehr cool. Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich für mich, weil von dem Duelist Pack habe ich noch gar nichts. Also so überhaupt nichts. So gar nichts. Raubplanung. Also ich muss sagen, diese Raubpflanzenkarten sehen halt echt geil aus. Ja. Ich liebe Raubpflanzen, das ist einfach ein schönes Thema. Da haben wir jetzt was aus Duelist Pack Revivals of Pharaoh, glaube ich. Highspeed Rider ist roter Kokon. Okay. So. Da werde ich auch nicht allzu viel zu sagen, weil es wird sich hier... Oh, das ist natürlich cool. Das ist cool. Die beste Rare aus Circuit Break. Die will ich mir mal gesondert hinlegen. Mal da oben hin. So. Gab es dann auch noch einen Super Rare Reprint in einem OTS Tournament Pack, aber ansonsten ist die Karte eigentlich nie erschienen.
Schauen wir mal weiter. Raubpflanzen ist natürlich immer cool. Oh ja, Pavianbrotbaum, das war auch so eine Karte. da haben wir noch eine Super Rare. Ah, da ist was dazwischen geflutscht. Und ja, hier sehen wir es, die kam aus Maximum Crisis ursprünglich. Subterra Behemoth. Oh ja, Chaos Betrayer, auch eine sehr, sehr coole Karte, muss ich sagen. Mega nice. Ist das jetzt? Ne, das ist nicht. Breakers of Shadow. Okay. Upp. So. Ist alles sehr, sehr gut geordnet, muss man sagen. Da muss ich eigentlich null Sortierarbeit leisten. Also wirklich kaum. Vielleicht die, wo so ein bisschen durcheinander gekommen sind, aber sonst ist da eigentlich alles bestens sortiert. Also wirklich bestens sortiert. Hier haben wir jetzt wieder Karten aus LED5. Burg des obersten Königs. Das ist sehr schöne Zauberkarte. Ah ja, die bösen Helden, richtig. Die waren da ja auch präsent, sage ich mal. Photonenvertilger. Die muss neu sein, die kenne ich nicht. Photonenwechsler. Das ist jetzt wieder Bosch. Künstlerkumpels am Start sozusagen. Denn. Schauen wir mal weiter. Marienzessin, das ist jetzt alles Rising Rampage. Mannequin Katze, eine der coolsten Commons aus dem Set. Also ich finde die echt nice. Genauso wie Kikinagashi Fucho. Ist auch eine saucoole Karte. Ah, die haben wir in dem OCG Opening in Secret Rare gezogen. Im normalen Secret Rare sogar, was für Japan was Besonderes ist. Sehr cool. So. Gucken wir mal weiter. Aus Megapack 19, weißer Stachelrochen. Ja, das sind jetzt alles MP19-Karten, ne, tatsächlich. Dino Wrestler finde ich halt auch mega nice, weil Dino Wrestlers sind so Karten, die sehen optisch einfach sehr stark nach GX aus und ich liebe GX. Spielmarkensammler, ja. Die Karte, die ich bis heute noch nicht als Sneak-Promo habe, leider Gottes. Ich will die unbedingt als Sneak-Promo haben. Die Karte sieht so geil aus und dann in Ultra-Rare, das stelle ich mir einfach episch vor. Ist das noch MP19? Ja, das ist alles MP19. Sogar von Dark Saviors Karten drin gewesen, fand ich auch cool. Mega nice. Ja, das ist natürlich hier, wie zu erwarten, relativ moderner Burg. Jetzt muss die aber schon allein deshalb durchgucken, weil ich gerade gesehen habe, dass da eben eine Super Rare zwischenhing. Nicht, dass da noch eine Holo irgendwie vergessen worden ist. Das wollen wir natürlich nicht. Da stehe ich sehr auf Raritätentrennung, was das angeht. Aber ja, wir sehen, es sind alles relativ schöne Karten. Ah ja, das ist der Paladin des Sturmdrachen. Im ursprünglichen Set war es, glaube ich, eine Rare. Ist tatsächlich mein Lieblingspaladin nach dem originalen Blue Eyes Paladin. Echt coole Sache. Den Paladin des Rotäugigen finde ich gar nicht mal so cool wie die ganzen anderen. Hoppla. Bleib stehen. So. Ach ja, genau, diese Doriado Pendelmonster-Version. Also ich sag's mal so, die sieht ganz okay aus. Die haben schon schlechtere Pendelmonster-Versionen gemacht. Wie zum Beispiel diesen Magis Benster Yata oder wie er hieß. Oh, furchtbar. Furchtbar. Hier konnte man Yata Garasu nur so verschandeln, ohne Witz. Aber auch die Pendelversion vom Chaos Imperator Drachen, die es aktuell nur als Preiskarte gibt, sieht unglaublich cool aus. Haben sie gut umgesetzt, muss ich sagen. Ja, mich würde es halt freuen, wenn sie beim nächsten Mal wieder was machen, was es noch nicht gibt. Eine Karte, die kein Oldschool-Vorbild hat, sag ich mal. Es ist halt häufig so, dass Konami anfängt, diese ganzen alten Themen auszuschlachten. Sie produzieren zwar relativ viele komplett neue Themen, das sind aber meistens entweder so Lückenfiller-Themen oder sie sind artwork-technisch meistens relativ nichtssagend, beziehungsweise relativ oft, zum Beispiel eben diese Marienzessin und so weiter. Und die wirklich krassen Sachen, die kommen meistens in Nebensets raus. Und das sind Karten, die sich auf alte Themen beziehen, wie wir es jetzt zum Beispiel auch im Duelist-Pack haben, mit den ganzen hier, dieser Todesfurcht und so. Diese Karten sehen unglaublich krass aus. Warum macht Konami sowas nicht
mit neuen Themen. Warum muss alles, was Konami zurzeit produziert, immer nach hier Transformers aussehen? Und ich weiß es, ich verstehe es halt nicht. Ne? Ich verstehe es halt nicht. Oder die Vampire, ja. Ich meine, bei Vampiren bin ich so, dass ich sage, das ist so ein halb neues Thema. Ich meine, es hat ein bereits existierendes Thema als Vorbild, aber das war ja ein recht kleines Thema an sich. Das zum Beispiel eine relativ neue Karte. Die sieht einfach Bombe aus. Die sieht echt krass aus. Wobei mir das Schild hier irgendwie bekannt vorkommt. Also könnte ich mir vorstellen, dass es auch wieder an irgendwas Altes angelehnt ist. Weil das Schild mit dem Mund, das kommt mir einfach unglaublich bekannt vor. Ich weiß zwar nicht woher, aber das hier zum Beispiel, Baba Babir, unglaublich cool. Aber das sind halt auch immer so einzelne Sachen. Ne? Und wenn du dann so komplette Themen hast, dann, ich weiß nicht, Yosenju und so. Und das ist halt einfach nicht mehr oldschool. Die Triamiden-Sphinxen könnten sie mal weitermachen. Da gab es einmal, ich glaube in The Dark Illusion muss es gewesen sein, da gab es die. Ja, und das war es dann gewesen, sozusagen. Und ich weiß nicht, das wäre ein schönes Thema gewesen. Die sahen nämlich noch so asiatisch-ägyptisch aus. Und ja, aber gut, sollte halt wohl nicht sein. Die haben danach nie wieder Support bekommen. Den finde ich auch cool. Das ist so eine Karte, die könnte, also die sieht nicht nur ziemlich ägyptisch aus, so ein ägyptischer Fantasy-Käfer, sondern so eine Karte, die könnte ich mir als Super oder Ultra auch in so einem ganz alten Tournament-Pack vorstellen, weil sie halt so besonders aussieht, auch durch ihren Hintergrund. Und ja, finde ich einfach mega, mega cool. Also es gibt schon echt gute Karten, ja. Muss man einfach so sagen. Ja, damals die angesprochenen Yosenjus. Die sahen im Anime selber cool aus. Als Karte fand ich sie allerdings sehr schlecht umgesetzt. Oh, wir haben Tenji Geist Adara. Das war, glaube ich, der wertvolle von denen. Der ging, glaube ich, 2-3 Euro das Stück. Auch mal gesondert raus. Ich weiß nicht, ob der noch so viel wert ist, aber als er rauskam, war es zumindest. Tenji Geist Mapura. Ah, da wird die ganzen Tenji Geister. Ja, oder auch hier Simok haben sie natürlich wieder ein Thema rausmachen müssen. Ne? War ja klar. Können ja nichts Neues erfinden, das ähnlich episch ist. Reptilianische Lamia. Und ja, so, das soll es gewesen sein. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank, lieber Realistic Yu-Gi-Oh! Für deine Einsendung. Es hat mich wieder unglaublich weitergebracht. Ich habe wieder eine Menge Bulk, den ich mir nicht extra besorgen muss. Ich habe viele, viele Karten aus Boostern, die ich mir nicht extra besorgen muss. Das war wieder mal für mich persönlich ein Highlight, das mir so meinen Tag ein wenig versüßt hat. Ich bin gespannt, welche der Karten ich in den Community Binder klatsche, denn ihr wisst, für jede gespendete Einsendung kommt eine Karte in den Community Binder, den ich dann sobald er voll ist vorstelle. Und ja, ich bin gespannt, ihr seid gespannt, wir alle sind Tadeus und wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.